Herzlich willkommen zum vierten Teil unserer Videoführung durch die Dauerausstellung des Deutschen Marinemuseums. Wir widmen uns heute dem Ersten Weltkrieg, der sogenannten Urkatastrophe des 20. Jahrhunderts. Er hat vielfältige Ursachen. Die Rivalität der europäischen Großmächte, die etwa auch im Flottenrüsten zwischen Großbritannien und dem Deutschen Reich zum Ausdruck kommt, spielt eine Rolle. Die Angst vor dem Verlust des Großmachtstatus spielt eine Rolle, insbesondere bei Österreich-Ungarn. Und so reicht ein Anlass, den man in anderen Zeiten mit diplomatischen Mitteln vielleicht beigelegt hätte, um das Pulverfass in Europa zu entzünden. Am 28. Juni 1914 wird das österreichische Thronfolgerpaar in Sarajevo in Bosnien ermordet. Österreich-Ungarn stellt ein Ultimatum an Serbien, das man hinter diesem Attentat als Drahtzieher vermutet. Dieses Ultimatum bringt eine Lawine ins Rollen, an deren Ende am 1. August 1914 der Beginn des Ersten Weltkrieges steht. Was diesen Krieg kennzeichnet, ist, dass er an allen Fronten und in allen Bereichen völlig anders abläuft, als er sich von den Militärs und Politikern vor dem Krieg vorgestellt wurde. Dies betrifft auch den Krieg zur See. Großbritannien wie das Deutsche Reich haben sich den Krieg zur See als Krieg zwischen Schlachtflotten in der Nordsee vorgestellt, die in einer großen Entscheidungsschlacht aufeinandertreffen würden und quasi auskämpfen würden, wer die maritime Überlegenheit besitzen würde. Tatsächlich war aber Großbritannien schon 1912 vor dem Beginn des Krieges deutlich geworden, dass eine solche Auseinandersetzung viel zu riskant sein würde, als dass das Inselreich, dessen Existenz von einer starken Marine abhing, sie erwagen konnte. Man verlegte sich deshalb auf eine Seeblockade, die geografische Position vor den deutschen Küsten gelegen, legte das geradezu nahe und sperrte den Deutschen den Zugang in die Nordsee über den englischen Kanal und oben bei den schottischen Inseln. Diese Seeblockade sollte das Deutsche Reich in seiner Versorgung treffen und sie war ausgesprochen wirksam. Einige Objekte hier in dieser Vitrine künden davon, die im Laufe des Krieges zeigen, wie die Blockade immer wirksamer wurde. Lebensmittel wurden relativ rasch rationiert und nur noch gegen Marken ausgegeben. Es herrschte Mangel an Alltagsprodukten wie Seife, weshalb zum Sparen aufgerufen wurde. Insbesondere im berüchtigten Steckrübenwinter 1916, 1917 kam es zu einer regelrechten Hungersnot. In dieser Zeit erschien diese satirische, sarkastische Traueranzeige, auf der steht: Traueranzeige. Schmerzerfüllt machen wir allen Verwandten und Bekannten die tief betrübende Nachricht, dass unser lieber, guter, letzter Brotleib im Alter von 8 Tagen nach langem, schwerem Sparen heute Mittag, 14 Uhr, infolge eines eingetretenen Heißhungers aufgegessen worden ist. Gezeichnet: August Hunger, Anna Nimmersatz und Ida, geborene Weinfleisch. Der Hunger wird allenthalben spürbar. Verantwortlich gemacht wird Großbritannien für diese Hungerblockade. Das äußert sich in einem weiteren spannenden Objekt, was wir hier sehen. Vor dem Krieg war die Zigarettenmarke Gibson Girl eine weit verbreitete, beliebte Zigarettenmarke im Deutschen Reich. Nun schien der englisch klingende Name Gibson Girl nicht mehr passend. Die Marke wurde kurzerhand umbenannt in Manoli Wimpel. Manoli ist die Abkürzung für den Namen Ilona Mandelbaum, die Ehefrau des Zigarettenfabrikanten. Vor allem mit Unterseebooten sucht das Deutsche Reich der britischen Blockade zu begegnen, aber auch mit handelsüblichen Schiffen, die zu sogenannten Hilfskreuzern umgerüstet werden. Dazu gehört auch dieser imposante Schnelldampfer, die Kronprinz Wilhelm. Wir sehen am Heck und auf dem Bug die Kanonen, aber wirklich geeignet für diese Art Kriegsführung war dieses Schiff nicht. Es verbrauchte viel zu viel Kohlen und wurde relativ rasch nach Kriegsbeginn in New York interniert. Ansonsten suchte das in Tsingtau stationierte Ostasiengeschwader nach der Kapitulation Tsingtaus den Handelskrieg gegen Großbritannien zu führen. Ein ausgesprochen erfolgreiches Schiff in den ersten 3,5 Kriegsmonaten war der durch diesen Erfolg legendär gewordene kleine Kreuzer Emden.
Aber auch ihn ereilte schließlich das Schicksal. Wir sehen hier die Zerstörung des kleinen Kreuzenders Emden am 9. November 1914 vor den Kokosinseln, gemalt von Hans Bort. Das Ostasiengeschwader selbst befand sich zu dieser Zeit zurück auf dem Weg ins Reichsgebiet. Am 1. November 1914 traf es bei Coronel auf ein britisches Geschwader, vernichtete dieses. Lionel Wiley zeigt uns in diesem Gemälde, wie er sich diese Vernichtung des britischen Geschwaders vorstellte. Die Briten aber mobilisierten alles, um nun dieses Geschwader zu stellen. Und am 8. Dezember 1914 kam es vor den Falklandsinseln zum Seegefecht, bei dem das ehemalige Ostasiengeschwader vollständig vernichtet wurde. Und so gab es eigentlich keine Überwassereinheiten mehr außerhalb der Hoheitsgewässer des Deutschen Reiches, jedenfalls kaum nennenswerte. Und es blieb nur noch die Hochseeflotte zum Kampf gegen die Blockade, die der Kaiser aber um keinen Preis hierfür riskieren wollte. Die Hochseeflotte hält der Kaiser zunächst zurück. Sie soll als politisches Faustpfand dienen. Sie soll nicht riskiert werden in einer ungewissen Situation, sondern erst dann zum Einsatz kommen, wenn der Erfolg auch sicher ist. Und in der Truppe führt das binnen kürzester Zeit zu Frustration und Unmut. Die ganze Bevölkerung geht ja davon aus, dass man sich in einem Verteidigungskrieg gegen einen ungerechtfertigten Aggressor aus Perspektive der Marine Großbritanniens befindet. Und so wie das Heer an der Front seinen Beitrag leistet, will auch die Marine ihren Beitrag leisten. Und wie sehr die einfachen Matrosen auch darunter leiden, dass sie nicht zum Einsatz kommen und frustriert sind, zeigt dieses Statement aus dem Tagebuch eines einfachen Matrosen, des Matrosen Richard Stumpf von der SMS Helgoland. Die Langeweile wirkt niederdrückend. Überall äußert sich Missmut über unsere Untätigkeit. In jenen ersten Tagen glaubte jeder, selbst Offiziere, das Treffen mit der englischen Flotte müsste schon morgen oder übermorgen kommen. Interessant ist, unter welchem Datum Stumpf diesen Eintrag vorgenommen hat, nämlich am 5. November 1914. Da ist der Krieg noch nicht mal eine Woche alt und er soll noch 4 Jahre weiter dauern. Die Untätigkeit, der mangelnde Beitrag zu diesem Krieg ist eine Sache, die die Matrosen frustriert. Eine zweite Sache, die das Leben an Bord aber von Tag zu Tag schwieriger macht, ist die strikte Hierarchie an Bord, die hier durch die unterschiedlichen Kopfbedeckungen angedeutet wird. Ein solches Großkampfschiff hat etwa 1000 Mann Besatzung, wie wir sie hier auf einem Besatzungsbild der SMS Thüringen versammelt sehen. An der Spitze stehen die Seeoffiziere, etwa 30. Dann folgen die Deckoffiziere und das Gros, nämlich etwa 900, bilden die Mannschaften. Sie haben an Bord kaum Rechte und müssen den Offizieren gehorchen, die ihren Rang aus ihrer sozialen Stellung ableiten und die zum Teil im Umgang mit den Matrosen nicht zimperlich sind. Ein anderer Matrose, Richard Linke, berichtet, wie ihn ein Offizier angefahren hat: Geh weg, du Schwein, du stinkst. Privatsphäre an Bord gibt es nicht. Dieser kleine Putzkasten aus Holz ist das Einzige, was verschließbar ist, wo man wirklich persönliches Hab und Gut unterbringen kann. Schließlich und endlich wird die schlechte Verpflegungslage an Bord auch immer spürbarer. Dieser einfache Alubecher steht als Symbol dafür. Es ist aber vielleicht nicht so sehr die schlechte Verpflegung, denn die teilt die Besatzung ja mit dem Rest der Reichsbevölkerung, wie wir gehört haben. Es ist die Ungleichheit, die die Mannschaften auf die Barrikaden bringt. Die Tatsache, dass die Offiziere mit Kriegszulage ihre Verpflegung aufbessern können, während die Mannschaften einfach einen Graupeneintopf bekommen, der unter dem Stichwort Drahtverhau firmiert oder eine immer wässrigere Suppe mit Steckrüben zu essen oder, wie sie selber oft genug sagen, zu fressen bekommen. An dieser Unzufriedenheit, die über die Jahre immer weiter wächst, ändert auch die Seeschlacht vor dem Skagerrak am 31. Juni 1916 nichts.